Kapitel 7, Episode 13. Nach der Spielzeit, Teil 2. Hughes eilte auf mich zu. Was für eine Show, Ryoma. Wenigstens siehst du aus, als hättest du dich etwas ausgeruht. Das ist es also, was du von ein paar Tagen Erholung mitnimmst. Oh, du brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Eigentlich, mach dir nicht mal die Mühe. Man weiß ja nie, wer alles mithören könnte. Als er das sagte, warf er einen Seitenblick auf meine vier versteinerten Leibwächter. Camille, du bist der Magie-Experte. Was hältst du davon? Nun, das Ausmaß des Sandsturms ist eine Sache, ich habe zu Beginn eine große Menge an magischer Energie gespürt, und es gibt einige fortgeschrittene Zauber dieses Kalibers. Aber dieses riesige Gebäude in einen Haufen Staub zu verwandeln, das ist ganz sicher abnormal. Ganz zu schweigen davon, dass dieser Zauber außerhalb des Geländes keinen Schaden angerichtet hat. Ich hatte den Eindruck, dass du den Zauber auch dynamisch anpasst und veränderst. Selbst wenn du andere Zauber ohne Beschwörung gewirkt hättest, hätte jeder, der sich ein wenig mit Magie auskennt, sofort gesehen, wie schwierig dieser Zauber zu wirken ist. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast, Ryoma, aber wenn ich du wäre, würde ich das zu deinem Gedächtniszauber machen. Erhaltungszauber. Ist das so etwas wie ein Zauber, der durch Vererbung an Familienmitglieder weitergegeben wird? So etwas in der Art. Um genau zu sein, ist ein Erinnerungszauber normalerweise das Piece de Résistance eines magischen Forschers, das an einige wenige Wunderkinder in der Familie weitergegeben wird. Diese Zaubersprüche können einzigartig komplex sein. Mächtige Magie kann eine wirksame Waffe sein, eine goldene Eintrittskarte sozusagen. Zweifellos gäbe es eine Menge Leute, die versuchen würden, dein Geheimnis zu lüften. Natürlich würdest du nicht wollen, dass dich jemand damit belästigt, wenn du nichts falsch gemacht hast. Viele Magieforscher sind eher zurückgezogene Typen, und die meisten namhaften Familien sind Adelige. Es ist also eine Art ungeschriebenes Gesetz, dass man keine Fragen über Andenkenmagie stellen sollte. Das ist vor allem eine noble Sache, aber es sollte dich trotzdem aus einer brenzligen Situation herausholen. Ich verstehe. Wenn sie sich immer noch nicht zurückziehen, komm und rede mit uns. Es sollte dir nichts passieren, riet Camille. Wird gemacht. Dann ist das ja geklärt, sagte Hughes und wechselte das Thema. Da Ryomas Zauber den ganzen Abriss erledigt hat, wie machen wir das beim nächsten Mal? Oh, richtig. Es gab tatsächlich noch etwas, das ich testen wollte, auch angesichts des großen Spektakels, das ich gerade veranstaltet hatte. Ich habe mir etwas ausgedacht, als ich in meiner Freizeit herumgespielt habe, aber mir ist die magische Energie ausgegangen, deshalb bin ich nicht dazu gekommen. Mach nur weiter. Du hast schon genug Eindruck hinterlassen, und außerdem sollten wir dabei sein, wenn du es sowieso tust. Sicherheit durch Anzahl und so. Gut. Auf Hughes Geheiß hin bekam ich von der Gruppe grünes Licht, aber sie schienen eher widerwillig zu sein. Wie auch immer, Zeit für die Zugabe. Ich gab dem Sandschleim meine Anweisungen und sprach erneut den Sandzauber. Der berghohe Sandhaufen begann, von der Böe aufgenommen zu werden, aber anstatt ihn wie zuvor komplizierte Manöver ausführen zu lassen, ließ ich ihn den Sand einfach in einer Ecke des Geländes auftürmen. Es sah fast aus wie eine riesige Sanduhr in Aktion, der Sand begann sich zu einem rechteckigen Haufen aufzutürmen, der wie eine riesige Tuffoplatte aussah. Einige der Zuschauer klangen überrascht, aber die meisten schienen verwirrt zu sein, weil der Sand keine komplizierte Bewegung machte. Natürlich konnten sie es von außen nicht sehen, aber ich konnte jedes Detail dessen, was sich unter dem Sand abspielte, spüren. Meine Vision hat sich gerade verwirklicht. Wie ein Künstler, der sein neues Meisterwerk enthüllt, fegte ich den Sandhügel beiseite.
Als die Sandflut das Gelände verließ und auf den leeren Platz nebenan floss, blieb ein zweistöckiges Gebäude zurück. Aus der Menge erhob sich ein Jubelschrei des Erstaunens. Das Gebäude nahm etwa ein Fünftel des Geländes ein. Mit einer großen Vordertür, die in einen offenen Bereich führte, und einer Treppe im hinteren Bereich, mit Fluren auf beiden Seiten, die zu Schlaf- und Badezimmern führten und einen relativ einfachen Grundriss bildeten. Die Freilegung eines kompletten Gebäudes unter dem Sand war schockierender als der Abriss, zumindest nach der relativ ereignislosen Bewegung des Sandes, die dazu führte. Die Zuschauer riefen weiterhin lautstark: Das kann doch nicht wahr sein. Was für ein übermächtiger Zauber. Ist das nicht das Unglaublichste, was ihr je gesehen habt? Ich kehrte den Abrissprozess um und verband nur die Sandmoleküle, die das Gebäude bilden würden, indem ich den Sand aufschüttete, ähnlich wie ein 3D-Drucker. Als ich mit dem Sandschleim arbeitete, konnte ich komplexere Strukturen viel leichter herstellen. An meinen freien Tagen baute ich viele Modelle auf diese Weise auf und ab. Das Einzige, was ich diesmal anders gemacht habe, war, das Modell so groß zu machen, dass Menschen darin leben können. Ich erinnerte mich daran, wie auf der Erde die 3D-Drucktechnologie zum Bau von Häusern eingesetzt wurde, und ich war mir sicher, dass ich mit genügend magischer Energie und Sand ein Gebäude auf diese Weise errichten konnte. Aber ich wurde von einigen der Kinder unterbrochen, die den Prozess beobachtet hatten und vor Freude schrien und sprangen. Wow! Das ist unser neues Haus. Der letzte ist ein faules Ei. Sie stürmten wie wild auf das neue Gebäude zu, während die älteren Kinder und die sie begleitenden Hausmädchen überrascht dastanden. Haltet die Kinder auf, rief ich, was sie dazu brachte, auf die flüchtenden Kinder zu reagieren, aber zwei der Kinder waren zu schnell. Ich fragte mich, ob sie Tiermenschen waren. Teleportieren? Ich erwischte sie, kurz bevor sie das Gebäude erreichten. Jetzt habe ich euch. Halt! Das wiederholte Wirken von Raummagie, um die Kadaver der verrückten Salamander einzusammeln, hatte sich ausgezahlt. Legö! Unser neues Haus. Ich will es sehen. Nun, es ist immer noch gefährlich, also müsst ihr warten. Ich hielt die Kinder noch ein paar Augenblicke in Schach, bevor Lible sie einholte und an sich riss. Was macht ihr denn da? Oh! Ich habe euch doch gesagt, dass ihr erst reingehen dürft, wenn die Erwachsenen es erlauben. Baustellen sind gefährlich. Damit verstummten die Kinder sofort, denn Lible übergab sie an ein paar ältere Kinder, die ihn einholten. Das tut mir leid. Ist ja nichts passiert? Wenn du das sagst. Das ist aber eine starke Magie, die du da hast. Du kannst sie einreißen und wieder aufbauen, wie du willst. Das ist nur ein Testlauf. Sozusagen, sie ist noch nicht ganz ausgereift. Ich war zwar von meiner Schöpfung überzeugt, aber die mit Sandmagie hergestellten Strukturen wurden zu einem sandsteinähnlichen Material, das sich zwar leicht formen ließ, aber auch anfällig für Verfall war. Da es mehr Feuchtigkeit aufnahm, konnte es im Winter gefrieren und zerbrechen, so dass es für Außenwände relativ ungeeignet war. Ganz zu schweigen davon, dass ich zum ersten Mal ein Bauwerk dieser Größe errichtete, es hätte einige Risse oder Unvollkommenheiten geben können. So dass ich der Meinung war, dass es eine Prüfung der Stabilität und Sicherheit rechtfertigte. Dieses Waisenhaus muss gründlicher gebaut werden. Deshalb habe ich die Arbeiter ja auch herbestellt. Warum sehen wir nicht nach, nur für den Fall? Was? Ich drehte mich um und fand Ziff, das Team, mit dem ich vorhin gesprochen hatte, und Arnold. Wir halten euch den Rücken frei. Mehr als die Hälfte der Arbeiter, die heute hier sind, sind mit dem Bauwesen vertraut. Warum lässt du sie nicht den Ort inspizieren? Sind sie sicher? Nur eine kleine Änderung in ihrer Aufgabenbeschreibung.
Sie haben schon so viel gebaut, und ich denke, die Kinder würden sich besser fühlen, wenn sie ein stabiles Dach über dem Kopf hätten. Da wurde mir klar, dass die Kinder, die abgehauen sind, vielleicht Angst hatten, ihr Zuhause zu verlieren. Sag mal, Lieble, ich hatte vor, einen Hof zu bauen, in dem die Kinder spielen können. Würde ein Hof, der so groß wie dieses Gebäude ist, ausreichen? Wir können ihn abreißen, sobald das Haus fertig gebaut ist. Wir würden nicht wagen, so viel zu verlangen. Wir wollen nur einen Ort, an dem die Kinder sicher sind. Solange dieses Gebäude sicher ist, reicht das für uns aus. Verstanden? Wenn das so ist, Ziff, könntest du die Arbeiter herbeirufen? Ich möchte, dass sie das Gebäude auf Sicherheit prüfen und, wenn alles in Ordnung ist, die Maße für Türen und Fenster überprüfen. Danach errichten wir eine Mauer, die das Gelände umgibt. Verstanden? Ziff rannte los. Dann machen wir uns mal wieder an die Arbeit. Bitte sehr. Ich sehe, wir ziehen eine größere Menschenmenge an. Wir sehen uns später. Hughes, Jill und Camille zerstreuten sich, um die Menge zu organisieren, an ihrer Stelle kam Arnold aus dem Büro des Gerichtsschreibers. Hallo? Hallo, Meister Takebayashi. Ich hatte das Vergnügen, Ihnen bei der Arbeit zuzusehen, obwohl der Prozess ganz anders war, als ich ihn mir vorgestellt hatte. Ich erwiderte ein schwaches Lachen. Ich nehme an, er hatte sich ein traditionelles Hammer- und Nagelverfahren oder einen eher konservativen Einsatz von Magie vorgestellt. Genau das hätte ich auch getan, wenn mir die Verwendung des Sandschleims in meiner Auszeit nicht aufgefallen wäre. Ich habe nicht erwartet, dass so viel in so kurzer Zeit erledigt werden kann, fügte Arnold hinzu. Sollen wir die Organisation des Distrikts vorantreiben? Ja. Ich kann mich nicht um alle Baustellen kümmern, also brauchen wir die Hilfe der Arbeiter, aber es ist nicht nötig, zu viel Zeit mit dem Abriss der bestehenden Strukturen zu verbringen. Da wir früher mit dem Bau beginnen können, dürfte die Bauzeit kürzer ausfallen. Und obwohl ich möchte, dass Bauwerke wie dieses inspiziert werden, werden sie nicht innerhalb weniger Tage zerfallen. Ich persönlich denke, dass sie als improvisierte Evakuierungsorte oder vorübergehende Schutzräume genutzt werden können. Also warum machen wir das nicht mit etwas mehr Flexibilität? Ich habe keine Einwände. Das ist eine großartige Idee. Sorgen Sie aber bitte dafür, dass die Bewohner damit einverstanden sind. Natürlich. Mit Liebles Hilfe werde ich mein Bestes tun, um alle Bewohner zufriedenzustellen. Er sah Lieble mit einem zuversichtlichen Lächeln an. Solange die Stadt mit uns im Reinen ist, werden wir keinen unerwünschten Konflikt heraufbeschwören. Sieht aus, als hätten Sie wenigstens einen klaren Kopf. Wir können helfen. Ich danke Ihnen. Ich finde es gut, die Bekanntschaft eines lokalen Anführers zu machen. Es ist viel einfacher für mich, auf diese Weise ein aufrichtiges Feedback von der Gemeinde zu erhalten. Nun, ich sollte jetzt gehen. Ich habe noch andere Dinge zu erledigen. Wenn Sie mich wieder im Katzenstirn-Café sehen, können Sie mich jederzeit ansprechen. Wir sehen uns. Ach, übrigens, ich habe im Café gehört, dass du mehr Kuchen zum Mitnehmen bestellst. Versuchen Sie doch einmal, etwas Anständiges zu essen, ja. Das werde ich in Erwägung ziehen, kicherte er. Das ist ein klares Nein von ihm, bemerkte Lieble, der meine Worte wiederholte. Kein Scherz? Lieble ging kurz darauf, auch er sagte etwas über Geschäfte, die erledigt werden mussten. Ziffs Arbeiter beendeten ihre Inspektion und versicherten mir, dass das Haus zumindest für eine kurze Zeit sicher sei, auch wenn sich noch herausstellen würde, ob und wie viele Jahre es dem Klima in dieser Gegend standhalten würde. Danach haben wir die Fenster und Türen ausgemessen.
Bevor ich die Schleimlinge mit deren Herstellung beauftragte und die Arbeiter mit der Herstellung der Parameterwände mit Hilfe der von mir mit Magie hergestellten Steine. Mit der zusätzlichen Zeit baute ich das Fundament für das größere Waisenhaus, bis die Sonne unterging und unsere Arbeit für diesen Tag beendet war.